Willkommen zurück bei Twine 2 und jetzt begehen wir Hausfriedensbruch sozusagen. Ja, wir sind in das komisch leuchtend grüne Baumhaus eingedrungen, was angeblich einer Hexe gehört. Was man schon an diesem giftig grünen Rauch hier vermuten kann. Aber gehen wir mal weiter und gucken, was uns hier in dem Baumhaus erwartet. Erst einmal eine Holzbarrikade, aber die hält uns im Ritter nicht auf. Und da kocht der Kessel. Sind diese Blasen gefährlich? Nein, sie zerplatzen einfach nur. Da ist ein Eintopf. Okay, sieht ja ziemlich skurril hier drin aus. Da oben sind Erfahrungsdinger, an die ich ran will. Danke. Wow. Das war knapp. Na, an die komme ich wohl nicht so leicht dran. Muss ich hier eine Kiste wohin zaubern, um hier etwas höher zu kommen. Gleich mal eine Planke drauf. Und da haben wir die Erfahrung. Ja. Safe Point ist immer gut. Und ich sehe hier komische Schatten. Oh, das sieht ja sehr, sehr komisch an. Dieser Spiegel scheint ungewöhnlich zu sein. Sawyer, kannst du bitte einmal auf ihn schießen? Ja, wir schießen willkürlich auf einen Spiegel. Aber erstmal will ich da bitte hoch. Aha. Das ist also so eine Art Durchgangsportal. Da hoch möchte ich auch gerne mal gucken. Darf ich wohl aber nicht. Was machen die Hebel denn? Sieht nur, das Portal bewegt sich. Die bewegen das Portal. Hä? Aha. Mit dem Hebel steuere ich es hoch und runter. Mit dem Hebel steuere ich dieses Portal hier. Ah ja. Und was bringt einem die Metallkugel? Außer dass sie jetzt erst einmal davon rollt. Komm, ich bin noch mal hier drüben hoch, dass ich da rüber gucken kann. Ne, so kann ich nur da reinschießen. Kann ich die Kugel da durch? Ja, kann ich. Das war auch Sinn und Zweck wahrscheinlich. So, können wir auf das Portal da drauf hüpfen. Ich sagte drauf hüpfen. Also wir können schon mal nicht durch. Komm, gibt's Abhilfe. So. Ah, das Ding da oben müsste man doch rankommen. Ups, jetzt sind wir doch hier unten. Gibt's hier unten was Tolles? Nö. Na, kommt die Kiste mal hier rüber. Und noch nicht. Die Planke hat nicht geholfen.
Ja, ich will an die Erfahrung da oben ran. Das war schon mal fast gut. Dass das Ding auch so rutschig ist. Nein. Komm schon. Jetzt müsste sie aber endlich. So, jetzt können wir weitergehen. Diese komischen... Das hier sieht nach Riesenspinnen aus, aber nein, es kommt wie Zerg. Na, das sah wirklich aus wie ein Zergling. Ganz ehrlich. Ah, schon wieder so eine komisch kochende Suppe. Und wir stehen mittendrin. Hier kann sich die Diebe nicht hochhangeln. Man sagt doch, Hexen würden Babys fressen. Ein Glück, dass du kein Baby bist. Keine Bange, ich werde dich beschützen, Amadeus. Ah, jetzt verstehe ich's. Da muss unten drunter das Feuer brodeln, dass die Blasen aufsteigen. Ja, das ist gemein. Nächste Blase, bitte. Ich glaube, ich brauche eine neue Blase. Genau, danke. Wow. Wow. Das ist nicht so nett. So, dankeschön. Dann sind wir hier drüben eingesperrt. Mist. Aber egal. Kisten zu hauen, um an die Erfahrung ranzukommen. Hier ein bisschen schwingen. Dann kommen wir hier oben an die Erfahrung ran. Und hier ist ein Safe Point, aber ich will noch mal zurück. Wenn man mich denn lässt. Ja, lässt man mich. Dankeschön. Die beiden Kisten können weg. Ah ja, sieh mal an, hier gibt's was zum Aufklappen. Dankeschön. Erstmal schnappen wir uns hier die Erfahrungsmodule und hier ist ein geheimer Bereich. Okay, hier stehen wir auf der Röhre, das ist weniger praktisch. Nein, so will ich das erstmal nicht. Ich will erstmal da runter. So. Jetzt kannst du wieder zurückdrehen. Und jetzt müssten auch da Blasen aufsteigen. Genau. Erstmal kurz den Checkpoint reaktivieren. Und jetzt fahren wir hier hoch. Mal sehen. Das ist schon mal wieder ein Levelaufstieg. Gucken wir mal kurz. Wir haben 2 Punkte. Davon gibt es jetzt mal doppelte Frostpfeile. So. Jetzt kann Soja, unsere Diebin, 2 Pfeile auf einmal verschießen. Ich hoffe, das geht auch für Feuerpfeile. Den verschieben wir mal nach oben. So. Und den verschieben wir nach hier drüben. Genau.
und wir driften etwas ab. Ja, das ist jetzt nicht ganz so wie geplant. Die Blasen müssten doch normalerweise da durchkommen, oder? Ja, tun sie auch. Dann heißt es, das Ding etwas runterschieben. Jetzt. Dann kommen nämlich hier die Blasen durch, auf die ich eigentlich hüpfen wollte. Dann noch tiefer mit dir. Jetzt dürfte die Blase durchkommen, genau. Aha, und so kommen wir an die große Verbrung ran. Oder auch nicht. Runter mit dir. So. Die Blasen halten das leider nicht so lange aus, deswegen... Gut. Haben wir das noch erledigt? Den Teleporter wieder woanders hinschieben. Und weiter geht's. Wieder auf den Krieger wechseln, dass wir da durchkommen. Und das war nicht so gut. Krieger wiederbeleben. Da bin ich mitten ins Kreuzfeuer reingesprungen. Ja. Komm, ich bin höher. Und weg. So. Und ja, hier müssen wir wieder mit Kisten rumspielen. Uns einsperren und hier rüber hopsen. Hier sind wieder Portale, mit denen wir was anstellen müssen. Hm. Erstmal kurz gucken, was hier unten ist. Nichts außer dornigem Gebüsch. Ja, gut. Also ja, diese Portalrätsel hier sind eine schöne Abwechslung. Fallen wir hier durch. Hier werden wir raus teleportiert. Dann geht erstmal das Portal hier nicht höher. Das geht nur tiefer. Okay, das müssen wir dann so irgendwie lösen. Irgendwie erinnert mich das gerade ziemlich stark an Portal. Kann ich die da unten zum Dampf verschieben? Ja, tatsächlich kann ich. So, dann kommst du mal hier rüber. Und wenn wir nämlich hier oben an das Zeug ran. Oder auch runterfallen und wieder hier hoch. So. Jetzt müssen wir dich hier rüber verschieben. Und in deinen anderen Freund reinhüpfen. Oder auch einfach durchfallen. Nee, das war nicht so geplant. Nein, so weit springen können wir nicht. Wir müssen auf jeden Fall da unten reinfallen. Oder auch nicht. Können wir nicht einfach eine Brücke darüber bauen? Doch, können wir, aber die wird vom Portal zerschreddert. Das ist jetzt irgendwie doof. Ich möchte nämlich auch gerne an die Erfahrung da oben ran. Dann etwas weiter hier rüber.
Und nein. Gut gedacht, aber nicht ganz richtig. So, jetzt aber. Ist diese Stachelbeere böse? Nein, ist sie nicht. Okay, wieder ein Einwegtor. Aber von dem mache ich jetzt mal kurz einen Cut. Bis gleich.